Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragon Age Origins in etwas anderer Klamotte. Und da wir da diese Gestalt haben und durchs Feuer gehen können, habe ich das letzte Mal ja schon gesagt, dass ich da zu einem anderen Raum wieder will, nämlich da drüben, wo die Templer durch die Feuerwand durchgerannt kamen. Weil mal schauen, ob da noch irgendwo was liegt. Sieht nicht so aus. Schade. Weil hätte ja Sinn gemacht, dass da noch irgendwas versteckt ist, aber Sinn ist immer sowas, dass man auf Videospiele nicht unbedingt 1:1 anwenden kann. Also rauf da. Da der Eingang für die Türen da, versuche ich als nächstes zu bekommen. Bin mir aber gerade nicht allzu sicher, wo der war. Aber ich muss eh zuerst zum Podest zurück. Also hier, Podest im Nichts. Mal sehen. Magiebrecher war die andere Form. Dann ist es wahrscheinlich der Albtraum des Templers. Ein Mauseloch. Zeigt eine seltsame Richtung. Könnte Sinn machen. Werde ich ja richtig wunderbar willkommen geheißen. Und mal wieder fast tot. Der ganze Giftscheiß. Das kann ich ja wohl so gar nicht ab. So. Und da haben wir dann direkt mal ein paar Gegner erneut. Wechsle ich aber mal die Feuergestalt, weil in der mal habe ich glaube ich ein Stück weit mehr Schaden. Beziehungsweise habe ich den hier, Skill hier. Der da mir dann erstmal die hier ein Stück weit den Hals hängt. Beziehungsweise sie waren ja direkt tot. Hier Bücher. Und dann mal hier ab ins Mauseloch. So, Wolf. Oh, der macht sogar gar nicht so wenig Schaden. Also, direkt mal Schildhammer und Schildschlag. Und du liegst auf dem Boden. Und hier haben wir die Essenz der Geschicklichkeit. Das sollte kein Problem sein. Ja, ich weiß. Tiefer. Mausloch. So. Dann schauen wir mal. Hier ist der Eingang, da das Mauseloch, da muss ich da hinten durch das Mauseloch. Und hier mal noch gerade die Tür geöffnet. Weil die bleiben ja offen, dann weiß ich zumindest, wo ich überall war. Und ein verdammter Ogre. Nein, verdammt. Schon wieder. Gehen wir mal hier auf die Sicht. So, der andere ist direkt auch tot. Du jetzt auch. Muss ich hiermit gar nicht kommen. So. Da mal hier. Durch das Mauseloch kam ich bestimmt. Ja. Sieht stark danach aus. Also kann ich erstmal weiter hier lang. Da haben wir ein bisschen Feuer. Kann ich ja glücklicherweise rein. Und noch Scheuigkeit des Hungers. Die macht ja nicht viel. Wo sieht es denn jetzt hier aus? Gehe ich wohl am besten mal hier mit der Mauseform durch. Scheuigkeit des Zorns. Die hält ein bisschen mehr aus. Aber kaum. So, und erstmal die Schildhammers. Hier ist eine andere Tür. Und hier kommen wir auch nur so rein.
Ja, da die Geistertür. Schau ich mal, was passiert, wenn ich da das Portal zum Nichts nehme. So, hier waren wir auf jeden Fall schon mal. Bringt mir also nicht so viel. Ja, hier waren wir auch schon mal. Also werde ich wohl ein anderes Podest ins Nichts nehmen müssen. Ah, da ist aber noch ein Buch. Das Recht der Auflösung. Haben wir ja jetzt schon einiges drüber erzählt bekommen. Dann ist wohl das, was ich suche, da. Hoffe ich. Wobei, eigentlich muss es, außer ich hätte da jetzt irgendwas übersehen. Glaube ich aber nicht so wirklich. Mache ich gerade mal das an. Hier haben wir eine massive Tür. Ich werde den anderen Weg mit dem Mausloch auch noch gehen, aber hier jetzt erstmal wegen Erfahrungspunkten. So. Dann nimm mal das. Und bremst du erstmal schön, dass du ein bisschen anhaltenden Schaden gibt. Und tot bist du. Genau was ich wollte. Und mal schauen. Hier gibt's nix. Hier neben aber. Und dann bist du auch schon mal tot. Und direkt mit einem Treffer. Und du auch. Ich benutze die Taktik an sich halt eigentlich nicht so gern, weil für Kämpfe ist die richtig gut, klar. Aber auf der anderen Hand seht ihr dann nicht mehr so sonderlich viel. Ich finde es halt in der Ansicht angenehm zuzusehen. Aber für manche Kämpfe wie hier, wo alles über ein paar Ecken verteilt ist, muss ich sie halt einfach anhaben. Und hier, damit du noch ein bisschen Schaden der Zeit kriegst. Ja, der hat jetzt auch direkt schon mal 39 XP gegeben. Das ist jetzt halt auch mal nicht unbedingt das Wenigste. So, aber mal schnell weiterrennen. Hier haben wir einen Hörloch des Sanden. Dich werde ich direkt mal als erster los. Oh nein! Das kann richtig scheiße werden. Weil das ist ja der eine Zauber, den ich mal erwähnt habe, bei dem man über Zeit hier Schaden bekommt. Und ich kann mich gerade auch gar nicht heilen. Was die Sache noch viel schlimmer macht. Wenn ich den Fluch der Sterblichkeit abbekommen hätte, als ich weniger Leben hatte, hätte das ein Problem gegeben. Und zwar nicht unbedingt ein kleines. So. Flammende dunkle Brut. Und mal sehen, gibt es sonst noch wen? Nee. Brauche ich jetzt keinen Zauber. Weil ja, die zwei Skills, die wir hier als Flammengestalt haben, sind nämlich eigentlich Feuerzauber. Ach, falscher Knopf wieder. Und so. Dann als nächstes mal hier rein. Ja, Essenz der Klugheit. Einen weiteren Skill, den ich... beziehungsweise einen weiteren Stat, den ich wollte. Da hinten ist der, wo wir eigentlich reingekommen wären. Und jetzt der hier. Ja, muss ich mal schauen. Hier würden wir an sich jetzt eigentlich ja schon weiterkommen. Wobei ich die Gestalt aber finden muss. Und dich erstmal wegprügeln muss. Viel wichtiger. Und jetzt haben wir hier zwei.
Da bombe ich euch direkt mal zu. Und mal um den hier kümmern. Komm, den Zauber ausgepackt. Und drauf da. So. Damit ist der auch erledigt. Und hier würden wir jetzt in ein Mausloch kommen. Wo ich glaube ich mal reingehe. Weil das ist glaube ich das, was ich denke. Da finden wir halt auch noch ein paar kleinere Gegner. Hier, Ganlock. Das Gute ist, ich kenne den Großteil der Karten halt ziemlich auswendig. Von daher muss ich mir dann nicht so einen Stress machen. So, die sind weg. Und was haben wir denn hier? Gar nichts. Gar nichts ist immer gut, dann kann ich auch nichts übersehen. Und hier, an damit. Dadurch. Und hier haben wir die Gestalt. Die sind Kaffelmann, die sind alle ein bisschen Geister. Triff den doch bitte mal. Das fände ich echt voll gut. Was mir eine Menge Ärger erspart. Gibt es hier keine Lyriumader? Das finde ich doch arg ungut. So, und er ist weg. Ihr habt es geschafft. Ihr habt sie getötet. Aber nicht alle. Ihre Anführer sind hinter der unzerstörbaren Tür. Gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. So, und jetzt haben wir hier eine weitere Gestalt, nämlich den Geist. Mit dem Geist können wir nämlich sowas machen. Das Teil da hinten kennen wir ja schon. Permanent plus 1 auf Willenskraft. Nehme ich gerade schon mal das da oben aus Festung Weißhaupt. Falls wir jemals in Dragon Age wirklich Weißhaupt sehen, hoffe ich, dass es nicht so aussieht. Weil das wäre doch ein Stück weit enttäuschend. So, das wollte ich hier nur noch machen. Und wir können eigentlich gerade auch hier beenden. Also im ersten das reine Nichts, weil dafür brauchen wir ja nur die Geistesgestalt. Speichere ich zwischendrin gerade mal. Eigentlich wäre der Kampf direkt da hinten dran. Aber es gibt da hinten ja noch eine Tür. Und da wartet hinten dran halt wieder ein kleiner Boni auf uns. Da unten mal schnell weggedrückt, ist mir gar nicht aufgefallen. Ab da durchs Mauseloch. Brauche ich hier aber noch nicht, fällt mir auf. Weil hier hatte ich ja alles genommen, was ging. Aber hier neben ist nämlich noch eine Tür. Speichern wir mal gerade. Geistesgestalt. Und schnell wieder raus davon, weil die Jungs hier können in der Gestalt ziemlich unangenehm werden. Weil ihr Lichter sind eigentlich richtig Pillepalle. Aber die Geistesgestalt nimmt halt nicht allzu wenig Magieschaden. Während sie den noch austeilt. Und hier ist Essenz der Geschicklichkeit. Muss ich nachher alles dann mal wieder ein bisschen umverteilen mit einer Potion. Weil ja. Wollen wir ja das Beste draus machen, sag ich's mal so. So, da hoch. Portal im Nichts wartet direkt schon auf uns. Und dann kümmern wir uns mal um den Boss dieser Insel.
erstmal ein paar Schatten. Sie wirken ein paar Templar-Skills, die meine Magie auskanzeln würden. Aber das ist ja gar kein Problem, weil ich habe ja keine Magie. Aber komm schon. Keine Angst haben. Das gefällt mir gerade so gar nicht. So, dann nehmen wir hier mal den Skill und mal sehen, was du zum Schildschlag sagst. Leider nicht sonderlich viel. So, aber sie ist tot. Also da schon mal ein Grund weniger, sich Sorgen zu machen. Und hier hinten haben wir noch ein unheimliches Bauwerk, was uns noch einen weiteren Codex-Eintrag gibt, nämlich die Schwarze Stadt, die wir ja da oben sehen. Oder was da hinten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist irgendwie so gehandhabt, dass man sie überall aus dem Nichts aus derselben Entfernung sieht. So. Und wie man sieht, haben wir jetzt hier deswegen ein Symbol bekommen. Und jetzt in das nächste wäre Magiebrecher. Da bekommen wir eben die letzte Verwandlung. Mal schauen. Nutze ich gerade das Mauseloch hier, weil das sollte das zum versteckten Bereich sein. Ja, Zeichen der Stärke. Genau, was ich will. Hierarchie des Zirkels. Und da hinten wieder rein. Das ist eine massive, ja, massive Tür. Ja, hab ich mich noch dran erinnert, stimmt. Dieses Gebiet hier ist ziemlich das lästigste, weil es eine Menge an Magiern hier gibt. Ich bin tot. Gut. Letzten Spielstand laden. Und an der Stelle beende ich den Part auch und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Dragon Age Origins.